Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Elektronik von Ihio. Wir sind jetzt bei Folge 25 angekommen und nach, glaube ich, einem Jahr geht es jetzt endlich wieder weiter. Ich schließe mich die letzte Folge an und ich habe hier mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier ein Döschen mit ganz vielen Bausteinen drin. Wir haben ja Logikbausteine behandelt und ich habe euch gesagt, wir schauen uns mal an, was Logikbausteine sind. Und aus dem Grund habe ich hier mal ein altes Döschen ausgegraben von da hinten aus irgendeinem dieser Magazine. Und da sind uralte Logikbausteine 74 LS irgendwas drin. Und damit werden wir jetzt mal ein paar praktische Versuche machen von den ganzen Dingen, die wir theoretisch gelernt haben. Und uns mal anschauen, was die Dinge machen und was und oder nicht und was es so gibt in der Praxis auf dem Brettboard machen. Dazu gehe ich hier rüber auf diese Seite vom Büro, da ist mein Basteltisch und da zeige ich euch das. Bis gleich! Um das Ganze jetzt zu demonstrieren, habe ich hier zwei Schiebeschalter auf das Brettboard gesteckt. Eine Seite ist mit 5 Volt verbunden, die andere mit Masse. Jetzt verbinde ich den Mittelabgriff mit einer Leuchtdiode. Je nach Schalterstellung leuchtet sie oder eben nicht. Der zweite Schalter ist identisch angeschlossen. Damit wir für das Video wissen, wo Plus und Minus ist, habe ich hier einen kleinen Zettel aufgeklebt. Hier oben steckt ein kleiner Logikbaustein auf dem Brettboard, ein 7400. Der 7400 ist ein NAND-Glied und hat hier schon 5 Volt und Masse angeschlossen. Mithilfe des Datenblattes können wir sehen, wie die Logikgatter im Chip verteilt sind. Dieser Chip hat nämlich gleich 4 NAND-Glieder integriert. Ich stecke die Mittelabgriffe der Schiebeschalter, also an Pin 13 und 12, den NAND-Ausgang mit Pin 11 an die LED. Die LED bleibt aus, beide Schalter sind auf Stellung 1. Sobald ich nun einen Schalter betätige, leuchtet die LED. Wir haben ja gelernt, ein NAND-Glied gibt Low aus, wenn beide Eingänge 1 sind, ansonsten immer High. Nun nehme ich den Baustein vom Brettboard und ersetze ihn mit einem 7408. Dies ist ein AND-Glied und praktischerweise absolut pin-kompatibel. Die Leuchtdiode beginnt sofort zu leuchten. Beide Schalter sind auch auf 1. Die gelernte Wahrheitstabelle verrät uns, dass ein AND-Glied nur dann High ausgibt, wenn beide Eingänge 1 sind. Der nächste Logikbaustein ist ein 7432, ein ODA-Gatter. Auch dieser ist wieder pin-kompatibel mit den vorherigen Chips. Wie in den letzten Videos gelernt, gilt für das ODA-Glied, sobald ein Eingang High ist, gibt es 1 aus. Zuletzt folgt der Baustein 7404. Dabei handelt es sich um ein NOT-Glied. Dieser invertiert also das Eingangssignal. Steht der Schalter also auf 1, leuchtet die LED nicht. Steht der Schalter auf 0, leuchtet die LED. Das zur Praxis der Logikbausteine. Es gibt nahezu beliebig viele Bauteile auf dem Markt, die verschiedenste Logikschaltungen integriert haben. Aktuell bin ich zum Beispiel großer Fan von den Little Logic Bausteinen von Texas Instruments. Hier sieht man, was es da für verschiedene Typen gibt. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Let's Plays. Als kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Wie unschwer zu erkennen ist, ist dieser Candle-Defekt. Ich werde ihn also mal in der nächsten Folge zusammen mit euch auseinandernehmen und nachschauen, was sich so für coole Chips im Inneren befinden. Wir sehen uns also am 1. Mai zur nächsten Folge Let's Play Elektronik. Wenn euch die Folge gefallen hat, geht raus in die Natur. Der Frühling beginnt und es ist wunderschön da draußen. Bis bald!